Was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre noch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Und damit nun herzlich willkommen, Freunde, zu The Town of Light. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht erkannt, dieses engelsgleiche Stimmchen, das ihr gerade eben gehört habt, gehört der liebreizenden Pandoria, deutsche Let's Playerin. Für den Fall, dass ihr sie nicht kennt, Kanal verlinke ich euch mal in der Beschreibung, auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und jetzt muss ich gestehen, ich habe null Ahnung, was uns in diesem Spiel erwartet. So wie ich das mitgekriegt habe, ist das so ein Psycho-Horror, in dem es irgendwie um jemanden geht, der nicht, nicht mehr so ganz bei Verstand ist und um eine Irrenanstalt oder irgendwie sowas in der Richtung. So habe ich das bisher mitbekommen. Ich habe auch nur mal so die ersten 5-6 Minuten bei Gronkh geguckt, um mir mal so die ersten Bilder anzugucken und fand das Spiel einfach klasse. Und deswegen habe ich damit jetzt auch einfach mal angefangen und wir machen mal erstmal so ein kleines, ich glaube, wir müssen ja irgendwie nach da hinten oder so. Aber wir gucken uns ja auch erstmal ein bisschen um, weil ich will erstmal so ein bisschen Ersteindrücke sammeln. Und so ein Spielplatz in der Nähe einer Irrenanstalt hat ja immer was Tolles, ne? Das heißt, genau der richtige Ort für einen Spielplatz, ne? Hier auch, ne? Schöner Platz, wo man die ganzen Spritzen und Pflaster hinschmeißen kann und so weiter. Eine total schön rostige Schaukel. Quietscht die wenigstens auch? Nein, sie quietscht nicht. Na, dann quietscht sie nicht. Aber wir reißen uns jetzt erstmal einen rostigen Nagel auf der Rutsche ein. Man kann hier auch schön eigentlich so mit dem meisten auch so interagieren, wie ich das bis hier mitgekriegt habe. Wir können uns zum Beispiel hier auch noch einen Splitter auf der Bank einreißen. Und später holen wir uns dann eine Tetanusspritze bei irgendeinem irren Doktor ab. Hui. Hui. Kennt ihr das noch so von früher? Da hat man immer versucht, mal selbst zu schaukeln und hat sich gefragt, warum das nicht funktioniert. Wie habe ich hier und da mal probiert. So, wir gucken mal hier hinten noch so ein bisschen. Da ist so ein... Was soll das sein? Ein Wachhäuschen? Nee. Da sind... irgendwelche Kerzen. Mit denen kann ich aber nicht interagieren. Kann ich lesen, was da steht? Nee. Ja, also wie gesagt, ich habe null Ahnung, was uns jetzt hier erwartet, ob das jetzt so typischer Psycho-Horror ist, der sich im Kopf abspielt oder ob wir hier irgendwelche Monster erwarten dürfen oder irgendwelche durchgedrehten Irren. Ich habe keine Ahnung und ja, lass mich da genauso überraschen wie der ein oder andere von euch vielleicht. Ein altes, zerdeppertes Gewächshaus hier. Mhm. Kommen wir hier? Nee, da kommen wir nicht durch. Ja, wir müssen ja eh in die andere Richtung, aber ich wollte hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen gucken, was wir hier so Schönes haben. Vielleicht gibt es ja hier schon... Oh, da hat er gerade eben ein kleines bisschen Schluck aufgehabt. Wo war ich gerade? Achso, erstmal ein bisschen umgucken hier. Vielleicht auch mal das Movement so ein kleines bisschen in Fleisch und Blut übergehen lassen. So, hier ist auch nichts. Ja, mein Gott, dann können wir, glaube ich, erstmal ein Stückchen weitergehen. Wir können hier übrigens auch nicht schneller laufen oder so. Ne, habe jetzt so die gängigen Tasten durchprobiert. Geht nicht. So, da vorne ins Häuschen müssen wir erstmal. Soweit habe ich das beim guten Erik schon geguckt. Und was soll das hier eigentlich sein? Ist das so ein Schweinegatter hier oder war das hier der Freilaufbereich für die Gefangenen?
Immer hier immer schön wie im Knast. Schön im Kreis laufen. Und nach 5 Mal im Kreis laufen durfte man dann einmal auf die Rutsche. Okay. Taschenlampe ein, aus. Okay. Gut, hier ist es jetzt noch nicht so dunkel, dass wir unbedingt eine Taschenlampe brauchen. So. Lecker. Was ist das? Ein Preis. Excellence in Story und Storytelling. Ich würde mal vermuten, dass das hier ein Preis ist, den die Entwickler für das Spiel gekriegt haben. Das wäre jetzt so meine erste Vermutung. Weil das für mich wie so ein Preis für eine Videospielbranche aussieht. So von dem, was da unten steht auf der Plakette. Und dann haben die einfach diesen gewonnenen Preis hier so mit eingebaut. Finde ich ganz nice, sowas. Ein Radio. Können wir das irgendwie benutzen oder so? Hinten drauf steht nichts. Das ist natürlich blöde. Man muss das hier ganz normal mit der Maus drehen, ohne dabei irgendwie eine Taste gedrückt zu halten. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Vielleicht kann ich ja mal, ich gehe mal ganz kurz in die Optionen. Und, haben wir das hier irgendwo? Ach da, Mausempfindlichkeit. Ich stelle die mal ein kleines bisschen hoch. Speichern. Gucken wir mal. Naja, mein Gott, so wirklich viel gebracht hat das jetzt auch nichts. Ein bisschen was. Aber es ist wurscht. Ist egal. Das habe ich aus Versehen irgendwie den Monitor verlassen und bin auf dem zweiten Monitor gelandet. Nicht so schlimm, kann passieren. Man mach auf das Brett hier. Lecker. Da kriegt man ja gleich Appetit. Was liegt da? Kann ich mich irgendwie bücken? Nö. Total toll. So, was machen wir uns denn heute Schönes zu essen? Eins ist klar, wenn wir uns mit dem, was hier drin liegt, was zu essen machen, gibt's prima Durchfall. Und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Aber wir lassen es lieber. Ich denke mal, wir haben schon in geistiger Hinsicht genug Probleme mit unserer Figur. Dann lass uns doch mal das Türchen aufmachen. Ist ja wie an Weihnachten. LKAIT präsentiert The Town of Light. Ich weiß leider nicht, ob die Musik jetzt zu laut ist. Sie kommt mir etwas laut vor. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. So, wir gucken erstmal hier so rein. Wo sind wir denn? Ach so, das ist so eine Art Nebenhof. Ich mach mal eben, warte mal, zur Sicherheit. Kleines bisschen leiser. Ich check das nach der Aufnahme gleich nochmal, ob das passt. Und stell das dann zur Not nochmal richtig ein. Ach so, jetzt sind wir hier wieder. Aber auf der anderen Seite des Zauns. Okay. Aber wir können ja hier ansonsten nichts weiter machen, oder? Da ist eine Treppe, aber ich glaube kaum, dass wir da hochgehen können, weil es ja alles zugewachsene, alles verwuchert. Hier können wir hoch. Und dieser Ort, die Zeit, die Erinnerung. Die J-Zusammenfassung. Ach so, das ist so eine Art Kompendium, wo wir gucken können, was so bisher passiert ist. So, ich glaube, ich kann die Lautstärke wieder ein kleines bisschen hochstellen, weil die Musik kam mir etwas laut vor. Die Lautstärken der Stimmen hatte ich so ein bisschen gecheckt, dass die hinhauen. Aber mit der Musik noch nicht. So. Ja, können wir ein paar Pfandflaschen abgreifen hier? Nee, sieht nicht so aus.
So, da vorne sind wir wohl irgendwo, glaube ich, durch dieses Loch im Zaun gegangen und hier kommen wir nicht weiter. Na, dann wollen wir uns jetzt nicht lange aufhalten hier, sondern einfach mal gucken, wo wir jetzt landen. Was ist das? Damit kann man nichts tun. Gibt es hier irgendwo einen Eingang? Das da sieht mir aus wie ein Eingang. Fuoridab. Erstmal hier im Außenbereich umgucken, ne? Man weiß ja nie, was man sonst hier liegen lässt. Ich meine, ich habe sowieso ein Talent dafür, die Hälfte von irgendwelchem Sammelkram irgendwo rumliegen zu lassen und das beim Vorbeigehen und Drauftreten zu übersehen. Können wir hier rein? Ja, wir können hier rein. Boah, die Geräuschkulisse an sich, die macht mich jetzt schon irre. Selbst wenn das nur so eine Geräuscherinnerung, die ist, die Figur hat. Es gibt keinen Strom. Das konnte ich so schnell nicht lesen. Der Hauptschalter befindet sich neben der Abteilung für ruhige Patienten. Okay, wir müssen hier also auch mit der Karte so ein bisschen arbeiten. Abteilung ruhige Geisteskranke ist die 7. Du bist hier. Okay, ich bin da. Wo ist die 7? Da ist die 7. Und da ist der Strom. Also, alles klar. Aber erstmal gucken wir, dass wir hier irgendwie, das sieht da aus wie ein Warteraum für, ich weiß nicht, ich würde mal sagen Besucher oder so. Nationale Faschistenvereinigung zum Kampf gegen Tuberkulose. Ein zivilisierter Mensch spuckt nicht auf den Boden und flucht nicht. Zentralkomitee gegen Blasphemie unter dem Vorsitz seiner Majestät des Königs. Das, ja, ist, ne? Passt schon. So, wir gucken. Aber bevor wir den Strom anmachen, erstmal, was wir hier sonst noch Schönes sehen. Oh ja, eine Schere. Kriege ich irgendwie die in ein Inventar? Nee, so eine rostige Schere im Inventar kann nie schaden. Genauso wie irgendwelche Scherben. Aber können wir wohl nicht. Ich konnte doch hier eben irgendwas klicken. Oder habe ich mich jetzt verguckt? Hab mich wohl verguckt. Ach so, eine Durchreiche. Das ist ein Zettel. Kann ich den irgendwie lesen? Nee, aber auf der anderen. Ich kriege den nicht weiter gedreht. Auf dem Kopf kriege ich ihn auch nicht gedreht. Oh, das ist doof gemacht. Das mit der Bewegung. Kommen wir hier durch? Macht das Brett O4. Ja, wir kommen hier durch. Oh, wieder so ein Spiel, wo du wirklich alles aufmachen kannst, ey. Dokument über Patientenentlassung. Dokument über, pa über Wiederaufnahme. So, wir zoomen mal etwas ran. Forma di dimissione. Oh Gott, das ist auch noch alles auf Italienisch. So, man kann es nicht weiterdrehen. Wenn man das wenigstens auf Tastendruck umdrehen könnte hier, das wäre noch interessant und intelligent. So, geht nicht weiter. Generalitia. Ja, ich spreche kein Wort Italienisch, also brauche ich mir das auch nicht durchlesen. Das Einzige, was ich auf Italienisch sagen kann, ist mi scusi, mi scusi. Buongiorno. Ah, hier ist noch ein Zettel. Meldung über Patiententod. Okay. Habt ihr auch gerade dieses Klopfen gehört? Es kam von links. Ich habe ein Klopfen gehört. Und sagt mir bitte nicht, dass ihr es nicht auch gehört habt. Oh, das fängt ja schon gut an hier. Das
Einzige, an das ich mich klar erinnern kann, ist Charlotte, meine Puppe. Charlotte? So, wir machen erstmal ein bisschen Strom hier. Das ist der Hauptschalter, wa? Sieht so aus, als hätten wir jetzt wieder Strömlinge. Wir suchen uns mal einen Lichtschalter zum Testen. Und jagen die Sicherung gleich wieder durch. Hier war doch ein Lichtschalter irgendwo, ne? Da. Ja, super, flackerndes Licht. Ja, geil. Mann. Ich liebe es, wenn Licht flackert bei so einem Spiel. Es fängt gerade erst an, Freunde, und ich erwarte jeden Moment irgendeine Scheiße. Oh, Mann. Okay, hier kann ich nichts machen. Ich habe gerade schon wieder was gehört. Oh, ey, Freunde. Das geht nicht. Das könnte nicht mit mir machen. Hier ständig irgendwelche Geräusche. Am besten noch. Hier würde es schön bequem sein. Ja, glaube ich auch. Und am besten noch irgendwelche schreienden oder weinenden Babys. Oh Gott. Hier kommt man. Nee, die Tür ist zu. Das ist dieser andere Eingang, ne? Oder. Nee, das ist nochmal ein anderer Hof. Oder? Ach, weiß ich jetzt nicht. Ist auch egal. Hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht raus. Genau. Nein. Nein, nein. Sie friert. Ist allein. Suchen wir sie. Aber wir müssen unsere Puppe suchen. Okay. Dann wären wir wahrscheinlich irgendwie in eine von diesen... Na gut, das hier ist ein Scheißhaus. Gucken wir doch mal, wo unser Püppchen liegen könnte. Unsere Charlotte. Vielleicht müssen wir ja auch dann gleich die Treppe hier einmal hoch, aber ich will hier erstmal die Seiten so ein bisschen checken. Okay, das ist ein Projektor, das sieht mir aus wie so ein Vorführraum. Okay. Es dürfte immer das... Nee, es sind doch immer unterschiedliche. Versuchen wir es in einem der Untersuchungsräume im ersten Stock. An der Wand hängen Schilder mit dem Namen der Bereiche der Nervenheilanstalt. Okay, das mag ich natürlich an solchen Spielen, dass wenn man irgendwie sich vielleicht zu lange in einem Bereich aufhält und das Spiel denkt, man kommt nicht voran, dass man dann so einen kleinen Tipp kriegt. Das mag ich. Das, dadurch entfällt so ein bisschen viel sinnloses Gesuche, mit dem man sich sonst extrem aufhalten würde. Hier ist nochmal ein Stromkasten. Oder ist das der gleiche? Es ist nicht verboten. Lass uns Charlotte finden. Ja, ist ja gut, Pan. So, wo waren jetzt hier der... Da, hier geht's die Treppe hoch. Ich höre was. Und ich weiß nicht was. In den scheiß Fahrstuhl steige ich garantiert nicht ein. Hallo, Kuckuck. Buh. Da ist Charlotte. Wie ist denn unser Name? Ambulatorium A. Steht hier irgendwo, wie wir heißen? Die Tür ist zu. Da ist ein Lichtschalter. Die Tür ist auch zu. Mama kümmerte sich um Charlotte. Sie hatte sie immer zugedeckt, umarmt und gestreichelt. Sie war sehr zärtlich und liebevoll. Charlotte ist nie was Böses passiert und ich habe mich gewundert. Ich konnte das nicht verstehen.
Anfangs hatte ich fast Angst, Furcht davor, dass sie mir wehtut. Ich habe immer auf den Augenblick gewartet, an dem Mama sie verlassen würde. Denn ich verdiente es nicht zu leben. War es nicht wert, geliebt zu werden. Aha. Es ist kalt, es ist dunkel. Jetzt friert sie, sie wird krank werden. Wir können uns um sie kümmern. Das ist nicht verboten. Charlotte ist brav. Okay, neues Kapitel. Kapitel 2. Ja, dann würde ich doch mal, warte mal, auf J war das, ne? Okay. Ach, das muss man auch noch alles nachlesen. Das hier, ach so, hier sind noch mal die Videos. Keine Dokumente. Was ist das hier? Hier unten mit kann ich nichts anfangen. Da kann ich nichts klicken oder so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir haben die gute Charlotte gefunden. Ich würde mal sagen, wir machen deswegen jetzt hier auch erstmal, nachdem wir uns umgeguckt haben, den ersten Cut. Alter, was ist denn das? Boah, was ist denn das für eine kaputte Anstalt hier? Junge, Junge. Können wir den Schlüssel nehmen? Nö. Nö. Hier ist auch nichts mit anzufangen. Da gucken wir mal rein. Hier stehen auch nur so eine Flaschen drin. Okay, auf dem Hof können wir auch nicht gucken. Naja, also wie gesagt, wir machen jetzt hier erstmal... Achso, das ist das gleiche Schild, was auch unten im Warteraum hing. Ja, so. Hier machen wir jetzt erstmal den Cut. So, Ersteindruck, irgendwie hat das was. Ich höre ständig irgendwelche Geräusche. Das ist einerseits geil, andererseits total verstörend, aber ja, ist egal, ne? Ich bin ja, ne, wir sind ja Kerl. Da kommen wir schon mit klar. So, hier sage ich erstmal danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge, beziehungsweise ihr seht mich morgen wieder. Ich mache gleich die zweite Folge. Ist egal, ihr wisst, was ich meine. Lasst einen Daumen und ein Abo da und vergesst nicht, bei der guten Pan vorbeizuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.